Verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Gäste, lieber Wolfgang Ulrich, lieber Herr Gassner, im Namen der Udo-Keller-Stiftung Forum Humanum darf ich Sie abermals an dieser Stelle herzlich willkommen heißen zur sechsten und damit vorletzten Lesung unseres kleinen bildtheologischen Sonderforschungsbereiches hier im Foyer der Kunsthalle Hamburg. Während sich also der größere Rest unserer Zeitgenossen genau in dieser Stunde auf den Weg macht und sich eingliedert in die Ostermobilmachung auf den Autobahnen und Flughäfen, haben wir uns also heute Abend hier versammelt, um an diesem frühlingshaften grünen Donnerstagabend vor Ostern ein wenig Zeit zu teilen, um gemeinsam eine weitere Etappe auf unserem Gedankengang durch die Bildgeschichte des Heiligen zurückzulegen. Und wir wollen dies tun, indem wir abermals unsere Frage nach dem Zusammenhang von Bild und Transzendenz aufrufen, genauer die nach der Unterscheidbarkeit von ästhetischer und religiöser Transzendenz. Beinahe, so beginnt der wunderbare Aufsatz Religion gegen Kunstreligion von Wolfgang Ulrich im Februar Merkur von 2008, beinahe hätte es im Sommer 2007 eine Kunstdebatte gegeben. Sie endete noch bevor sie richtig begonnen hatte. Ihre Protagonisten waren Kardinal Joachim Meissner und der Kunsthistoriker Werner Spieß und sie galt Gerhard Richters Fenstern für das Querhaus im Kölner Dom. Am vorzeitigen Abbruch dieser Debatte war der Kardinal schuld, als er sich bei der Eröffnung des Diözesanmuseums Columba am 14. August verbal vergriff und innerhalb einer Gesellschaftsdiagnose vor einer Entartung der Kunst warnte. Damit hatte er sich disqualifiziert und wurde auch in seiner anderen Ansichten, etwa zu den neueren Domfenstern, nicht länger ernst genommen. Immerhin existieren von diesen beiden Seiten aber genügend Äußerungen, um zu rekonstruieren, wie die Debatte hätte ausgetragen werden können. Dann wird auch deutlich, inwiefern sie anderen Debatten um moderne Kunst ähnelt und wie ihr ein für die gesamte Moderne relevanter, aber nur selten erörterter Streit zugrunde liegt, nämlich der Streit zwischen Religion und Kunstreligion. Rekonstruktion, Sie haben es eben gelesen, genau dies ist ja auch das Anliegen dieser Vortragsreihe. Nämlich Rekonstruktion des Zitat, des Ulrich-Zitat, beinahe und doch nicht und seine modellhafte Analyse und Deutung für die Gegenwart, also der Frage, warum Kunst und Religion mit erstaunlicher, fast systemischer Regelmäßigkeit immer wieder aneinander geraten und doch keinen Faden finden, um aus dem Teufelskreis von beinahe und doch nicht auszubrechen. Unter der Überschrift Szenen des Heiligen haben wir diesen Befund nun methodisch auf die etwas abstrakte, aber ich denke doch hilfreiche Problematik des Zusammenhangs von Bild und Transzendenz zugespitzt und Sie alle haben die Leitfragen, die wir an dieser Stelle immer wieder mantraartig aufrufen, im Ohr. Nämlich die erste Frage, ist es zulässig und was geschieht überhaupt, wenn wir Bildern und Kunstwerken ganz allgemein mit jener radikalen Form von Transzendenz in Verbindung bringen, die in den Religionen als das Heilige bezeichnet wird? Zweitens, nach welchen Kriterien lässt sich der Kunst selbst Transzendenz zusprechen? Von den Künstlern, von den Kritikern und Betrachtern. Und drittens, und wenn ja, ist es dieselbe Form von Transzendenz, die mit dem Heiligen impliziert ist? Nun, Professor Alex Stock hat in seinem Märzvortrag an dieser Stelle exakt die Stelle markiert, an der wir heute Abend den Staffelstab zur sechsten Etappe weitergeben wollen. Seine vier Akte, seine vier Konstellationen des heiligen Bildes, die er aufgerufen hat, nämlich die Opposition Judentum-Heidentum, die Opposition Judentum-Christentum, die Opposition Ost- versus Westkirche und schließlich die Opposition Katholizismus versus Protestantismus. Das hatte er aufgerufen, um dann abschließend mit der Frage nach dem fünften Akt dieses Dramas, also unserer aktuellen Gegenwart alias Moderne, zu schließen. Lässt sich, so Stocks Frage, lässt sich die traditionelle Streitlogik um das heilige Bild in der Moderne linear fortschreiben oder sind wir nicht eher Teilnehmer und Beobachter eines radikalen Strukturwandels in der Relation von Transzendenz und Bild? Und Alex Stock schloss dann seinen Vortrag mit einer spekulativen Frage. Er fragte, verläuft der Konflikt und Frontverlauf des Transzendenz- und Bilderstreites heute, also in der Moderne, wie bislang erstens zwischen den Konfessionen? Eher nicht. Zweitens, zwischen den Religionen, also etwa dem bilderfreundlichen Christentum gegenüber dem Islam, eher auch nicht. Oder drittens, zwischen den Religionen und Kunst,
also etwa zwischen einer Kunst als Hort einer immanentistischen Autonomie und einer Kunst als Asyl und ästhetischem Erblasser der Religion? Oder aber viertens, finden sich Kunst und Religion, ästhetische und religiöse Transzendenz am Ende über alle Gegensätze hinweg, gemeinsam in einer plötzlichen Allianz gegenüber einer profanierten, visuellen Zivilisation, der nichts mehr heilig ist und der auch nichts mehr heilig sein kann? Genau an dieser Stelle, also der modernen Konstellation, in dem die traditionelle Unterscheidung zwischen ästhetischer und religiöser Transzendenz sich aufzulösen beginnt und sich die ehemaligen Opponenten plötzlich auf derselben Seite in unerwarteter Allianz gemeinsamer Opposition gegen die säkularisierte, gegen die visuelle Massen- und Erlebniskultur der Moderne wiederfinden, genau an dieser Stelle, mit dieser Frage und in dieser Spannung, wollen wir nun heute Abend endlich in die Analyse der Gegenwart, also der Moderne, eintreten. Und wir wollen exemplarisch dafür zunächst den Komplex Pop und Massenkultur aufrufen und genauer in der Diktion unseres heutigen Vortragstitels von Wolfgang Ulrich Transzendenzskepsis, Andy Warhols Bildbegriff. Meine Damen und Herren, es ist nun nahezu ausgeschlossen, an dieser Wegstelle nicht noch einmal auf jenes Geheimdokument zurückzugreifen, auf das wir während der Recherchen für unsere Vortragsreihe gestoßen waren und das uns wie kaum ein zweites geeignet scheint, diese Problemlage, die ich eben skizziert habe, auf den Punkt zu bringen. Zur visuellen Einstimmung auf die heutige Etappe, daher also noch einmal der anonyme Schnappschuss, aufgenommen anlässlich des Papstbesuches in New York aus dem Jahre 1979. Links Papst Johannes Paul II. Und rechts Andy Warhol, Reizfigur und Ikone der Popkultur. Links die segnende Hand des Papstes, die segnende Rechte des Papstes. Und rechts in Warhols linker Hand die Sofortbildkamera, die profane Bildermaschine einer Moderne, für die Professor Stock zum letzten Mal das Attribut transzendenzlos, und zwar strukturell transzendenzlos aufgerufen hat. Sie sehen also, dass das eingangs erwähnte beinahe und doch nicht im Grunde nicht ganz zu halten ist. Das Foto dieser geheimen Gipfelszene der Moderne, über deren Zustandekommen sich erstaunlich wenig in Erfahrung bringen lässt, dieses Foto scheint zu dokumentieren, dass nicht nur die Begegnung, sondern sogar die moderne Berührung zwischen Kunst und Religion bereits stattgefunden hat. Und es kommt nun darauf an, ihre Signatur zu deuten und verstehen zu lernen. Meine Damen und Herren, es ist nun eine wunderbare Fügung, dass wir für diese Deutungsarbeit, für diese Bildarbeit heute Abend mit Wolfgang Ulrich einen geradezu kongenialen Bilddenker haben gewinnen können. In Wolfgang Ulrich begegnen wir jetzt, heute Abend, einem besonderen Exzellenzmodus. Nach seinem Studium der Philosophie, der Kunstgeschichte, der Wissenschaftsgeschichte und der Germanistik war Wolfgang Ulrich seit 1994 freiberuflich, und ich wiederhole das nochmal explizit, freiberuflich als Autor, als Dozent und als Berater, und das heißt zu Deutsch Consulter, tätig. Er verkörpert damit den Begriff des Freelancers, der theoretischen und publizistischen Ich-AG, also genau jenen Typus, vor dem uns einerseits die Bildungsapokalyptiker warnen und andererseits die Propheten der digitalen Bohème aus Berlin-Mitte umgekehrt ihn als Zukunftshelden beschwören. Seine Operationsform ist die Grenzüberschreitung, also das nomadische Denken in vielstimmigen Kontexten, Konstellationen und Bezügen. Auf diese Weise erweitert Wolfgang Ulrich die klassische Lehrstuhlintelligenz des Professors mit ihrer Passion für das Sitzen, mit einer dynamischen Neugier und einer Risikobereitschaft, sich kreativ irritieren und auch überfordern zu lassen. Und sein Repertoire reicht von der klassisch-akademischen Langstrecke der Monographie über die Mittelstrecke Aufsatz bis hin zu regelmäßigen pointierten Interventionen in Rundfunk und Zeitung. Herr Gassner hat eben die ungemein produktive und lange dynamische Publikationsliste aufgerufen, deshalb können wir das an dieser Stelle übergehen und will nur noch darauf hinweisen, dass Wolfgang Ulrich dann am Ende doch noch seit 2006 zum ordentlichen Professor für ästhetische Theoriebildung an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe berufen und diesem Ruf gefolgt ist. Lieber Wolfgang Ulrich, wir freuen uns sehr, dass Sie die Exkursion nach Hamburg auf sich genommen haben und sind nun gespannt auf Ihren Vortrag mit dem Titel Transzendenzskepsis, Andy Warhols Bildbegriff. Dankeschön.
Ja, schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herr Gassner, vielen Dank für die werbenden Worte. Ich müsste Sie ja beinahe an den Tantiemen beteiligen, die infolge Ihrer flammenden Rede jetzt vielleicht bei mir eingehen. Gut. Und Herr Wernken, Ihnen natürlich auch ganz herzlichen Dank für die Einführung und noch mehr Dank für die Einladung. Sie haben mich ja innerhalb Ihrer Reihe sozusagen eingeteilt für dieses Thema Pop und Massenkultur und ich muss gestehen, dass ich am Anfang erst ein bisschen verlegen war ob dieser Einteilung und nicht so ganz sicher war, ob mir da jetzt auch was Passendes dazu einfallen würde. Vor allem muss ich gestehen, ist mir dabei erst bewusst geworden aufgrund Ihrer Einladung, dass ich seit dem Ende meines Studiums mich nicht mehr wirklich intensiv mit der Popart oder mit Andy Warhol beschäftigt hatte. Das heißt, das war natürlich auch eine sehr schöne Gelegenheit, da mal wieder was gründlich nachzuholen. Ja, Ihnen danke ich natürlich sehr fürs Kommen. Die Teil der Versuchungen wurden schon angesprochen, die es heute auch gegeben hätte. Natürlich Fußball, Wetter, bevorstehende Feiertage. Und das ist ja so, dass wir heute vom christlichen Kirchenjahr her tatsächlich eine Szene des Heiligen haben, nämlich am Gründonnerstag. Und ich werde es mir auch nicht nehmen lassen, im Laufe meines Vortrags auf die Gründonnerstags-Thematik auch noch ausdrücklich zu sprechen zu kommen. Aber das kommt erst ein bisschen später. Ja, das Inhaltsverzeichnis des 1975 erschienenen Buches The Philosophy of Andy Warhol ruft Themen auf, die in Weisheitslehren und in lebensphilosophischen Traktaten große Tradition besitzen. Es geht um Liebe und Schönheit, es geht um Arbeit und Zeit, es geht um Erfolg und Ruhm. Man denkt an Seneca, man denkt an Balthasar Gracian oder man denkt an Michel de Montaigne. Und dies gilt erst recht angesichts des 8. Kapitels, das mit Death überschrieben ist. Das Nachdenken über den Tod ist seit der Antike die Königsdisziplin der Philosophen. Und dass sich Andy Warhol dessen bewusst ist, verrät die Platzierung dieses Themas innerhalb seines Buches. Es findet sich genau in der Mitte der insgesamt 15 Kapitel. Und es wird auch sonst als etwas Besonderes herausgehoben. Während Warhol die anderen Themen im Inhaltsverzeichnis nämlich mit mehreren Unterpunkten und längeren Formulierungen ankündigt, beschränkt er sich hier auf 3 Worte. All about it. Das klingt überzeugt, das klingt vielleicht sogar anmaßend. Man wird also neugierig und dies umso mehr, wenn man den Seitenangaben entnimmt, dass das Kapitel über den Tod das kürzeste von allen ist. Wie soll es gelingen, alles über dieses Thema zwischen Seite 119 und Seite 125 abzuhandeln? Blättert man das Kapitel auf, wird man bemerken, dass es sogar nur aus 2 knappen Statements und sonst aus weißen Seiten besteht. Zuerst ist, wie auch bei den anderen Kapiteln, ein Ausschnitt aus einem Gespräch Andy Warhols mit Bridget Polk, einer seiner engsten Mitarbeiterinnen, ja Superstar seines Universums, zu lesen. In diesem Fall jedoch keine Dialogpassage, sondern nur eine Bemerkung des Künstlers. Zitat: Das ist ein trauriges Thema. Ich habe eigentlich gedacht, irgendwie sei das alles Zauberei und könne gar nicht wirklich passieren. Dem Tod wird hier also doch nicht so sicher, sondern im Gegenteil recht verlegen begegnet. Die Zauberkraft, um die Vergänglichkeit der irdischen Dinge zu überwinden, ja den Tod bannen zu können, existiert offenbar nicht. Ihre Profanität lässt aber auch keinen Raum für größere metaphysische Spekulationen. Und entsprechend ratlos fällt das 2. Statement, der eigentliche und einzige Inhalt des Kapitels aus. Zitat: Ich glaube nicht daran, weil man dann nicht mehr da ist und gar nicht mehr mitbekommt, dass es passiert ist. Ich kann nichts zum Thema sagen, weil ich nicht darauf vorbereitet bin. Abgesehen von seinem Bekenntnis an den Tod nicht zu glauben, weil man ihn nicht erleben könne, hat Warhol somit nichts zu bieten. Das, was die Philosophie qua Lebenskunst immer wieder versprochen hat, verweigert er also geradezu demonstrativ. Seine Philosophie spendet keinen Trost, ja gibt keine Antworten darauf, dass der Mensch Angst vor dem Tod hat und daher vorbereitet darauf sein will. Vielmehr wird nur bestätigt, wie hilflos das Faktum der eigenen Sterblichkeit macht. Die zuerst geweckte Erwartung, in diesem Buch würden die alten Fragen der Lebensphilosophie sinnstiftend, vielleicht sogar abschließend diskutiert, endet damit in einer Enttäuschung. Der US-amerikanische Kunsttheoretiker Hall Foster
spricht von einer Orientierungslosigkeit, die Andy Warhol in dieser Passage des Buches an den Tag lege und die für ihn von einem Schock oder Trauma kündet. Davon ausgehend bestimmt Harold Foster Warhols Kunst sogar insgesamt als, Zitat, traumatischen Realismus und erinnert an seine vielen Werke, in denen der Tod zum Thema wird. Und auch von anderen Interpreten wurde immer wieder bemerkt, dass bei Warhol nichts anderes so durchgängig präsent ist wie der Tod. Einige von Ihnen erinnern sich vielleicht auch noch daran, dass Warhols in einem Interview geäußerter Satz, ich erkannte, dass alles, was ich tue, mit dem Tod zusammenhängt, 1987 titelgebend war für eine Ausstellung hier im Hamburger Kunstverein. Andere Ausstellungen, erst recht zahlreiche Publikationen, widmen sich diesem Thema Tod bei Warhol ebenfalls ausgiebig. Für Foster zeigt sich Warhols traumatischer Realismus aber nicht nur an seiner Vorliebe für Todessujets, sondern mehr noch an deren formaler Behandlung. Das Prinzip der Wiederholung, also Warhols wohl wichtigstes Stilmerkmal, deutet Foster als obsessive Fixierung auf das Traumatisierende. Zugleich erkennt er darin aber auch die Ursache erneuter Traumatisierung. Zitat Foster: Die Wiederholungen reproduzieren nicht nur traumatische Ereignisse, genauso produzieren sie diese auch. So werde die Gleichgültigkeit eines Passanten im Hintergrund der Tafel White Burning Car No. 3 aus 1963 für den Rezipienten, so Foster, erst durch die Wiederholung quälend. Gesteigert werde der traumatisierende Charakter der Bilder noch durch die Unregelmäßigkeiten des Siebdrucks, Warhols zweiten zentralen Erkennungsmerkmal. Die Streifen, die Verwischungen, die Leerstellen okkupierten, so Foster weiter, den Betrachter, und es komme immer wieder zu einem obszönen Loch. So etwa im Fall eines Siebdrucks von Ambulance Disaster, auch aus 1963, bei dem das Gesicht des Opfers auf einer Reproduktion aufgrund eines Fehlers beim Drucken gar nicht zu erkennen ist. Dass Warhol Schauspieler, Suppendosen oder Dollarnoten aber nicht anders darstellt als die Todes- und Unfallmotive, sie also ebenso zahlreich wiederholte und zum Teil bewusst schlampig druckte, lässt gewisse Zweifel an Fosters Diagnose eines traumatischen Realismus aufkommen. Was sollte an solchen Sujets schockieren können? Um das unterstellen zu können, müsste man die Moderne insgesamt als traumatisierend, das Zeitalter der Entfremdung, einschätzen. Und tatsächlich, genau das macht Foster im weiteren Verlauf seines Aufsatzes. Er interpretiert Warhols serielles Arbeiten, Warhols Orientierung an industriellen Prozessen als mimetische Abwehr des Schocks, den die moderne Welt für ihn bedeutet hat. Warhols einmal geäußerter Wunsch, selbst eine Maschine scheinen zu wollen, zeugt für Foster von einem traumatisierten Subjekt, dessen Weltbezug tiefgreifend gestört sei. Indem er aber seine eigene Traumatisierung so exzessiv vorgelebt und in seinem Werk zum Ausdruck gebracht habe, habe Warhol die schockierende Dimension der Massen- und Konsumgesellschaft entlarvt. In der gesteigerten Verdoppelung des bereits Vorhandenen, also in Akten von Hyperaffirmation, sei der Autismus des herrschenden Systems, so Foster, erst voll sichtbar geworden. Nun, Sie merken, das sind starke Formulierungen. Sie dramatisieren Warhols Oeuvre gleich doppelt, erklären sie es doch sowohl zu einem pathologischen Fall als auch zu einem politischen Manifest. Solche Interpretationen sind jedoch keine Ausnahme. Vielmehr fällt gerade in der jüngeren Warhol-Literatur ein erstaunlicher Hang zu Deutungen auf, die den Künstler und sein Werk enorm aufladen. Die Sujets stellt man in ikonografische Traditionen, geht der möglichen Symbolik einzelner Details nach, ja versucht die Bilder in eine Strömung der Kunst einzuordnen, in der starke Gefühle und existenzielle Momente, Läuterung, Erleuchtung und andere Ausnahmezustände dominieren. Gerade die Todesmotive in Warhols Werk werden gerne zum Gegenstand ambitiöser Exegesen. So sieht etwa Jane Datchet-Dillenburger in der Electric Chair-Serie eine moderne Variante christlicher Passionsdarstellungen. Nehme der elektrische Stuhl doch als staatlich offizielle Hinrichtungsmethode dieselbe Rolle ein wie ehedem zu Zeiten Christi das Kreuz. Da Warhol das hässliche Instrument aber, so Dillenberger, in übernatürliches Licht getaucht zeige, werde es zu einem Symbol der Erlösung und verheißt Transzendenz. Zitat Ende. Andere Interpreten formulieren es ähnlich und gehen zudem darauf ein, dass Warhol einer bedruckten Bildtafel oft noch eine zweite, monochrome beigefügt hat.
Für Heiner Bastian etwa handelt es sich dabei um Nachbilder, die, Zitat, geradezu demiurgisch an die dargestellten Schreckensberichte grenzen und der Mythisierung dienen. Insgeheim chiffrieren sie sogar das seit Jahrhunderten metaphysisch verbrauchte Gold. Zitat Ende. Werden Warhols Gemälde damit zu Andachtsbildern verklärt, so urteilt Robert Rosenblum ähnlich, wenn er davon spricht, dass Warhol, Zitat, durch eine leere Leinwand, wie etwa in Blue Electric Chair, die stumme Leere und das Geheimnis des Todes beschwört. Und weiter beschreibt Rosenblum dann das Werk als ein Zitat Diptychon. Schon die Form lässt an ein Altarbild denken, das links 3x5 mit Siebdruck auf eine ebene blaue Fläche aufgetragene elektrische Stühle zeigt, während rechts auf dem gleichen blauen Hintergrund eine betäubende Leere herrscht. Zitat Ende. Nun, abgesehen davon, dass nicht das Diptychon, sondern das Triptychon typisch für Altäre ist, verwundert, wie wenig sich Rosenblum für das Auftreten monochromer Tafeln bei anderen Werken Warhols interessiert. Immerhin verfinden sich vergleichbare Diptychen mit einer leeren Tafel, genauso bei Suchets, die nichts mit dem Tod zu tun haben, etwa bei Porträts von Liz Taylor. Sollte hier ebenfalls eine betäubende Leere in Szene gesetzt sein? Oder könnte man darin nicht genauso eine ironisch-polemische Auseinandersetzung Warhols mit Künstlern wie Barnett Newman, Ed Reinhardt oder Yves Klein erkennen, die in den 1960er Jahren die stärkste Konkurrenz, die stärkste Opposition zur Pop-Art darstellten? Dann hätte er, wie Benjamin Buchloh mutmaßt, gerade, Zitat, die völlige Zerstörung jeglichen metaphysischen Bedeutungsrestes angestrebt und versucht, dieselben formalen Mittel, derer sich andere Künstler in spiritueller Absicht und Sehnsucht bedienten, gänzlich banalisiert zu verwenden. Zeitgenössische Käufer und Sammler scheinen das auch so empfunden zu haben, wird doch kolportiert, dass viele von ihnen, die ein solches Diptychon erwarben, die leere Tafel einfach in der Galerie zurückgelassen haben. Folgte man Rosenblum oder Bastian, hätten sie sich damit aber gerade um das Wesentliche gebracht. Hört man hingegen auf Andy Warhol selbst, haben sie ganz pragmatisch auf einen Geschäftstrick reagiert. In einem Interview, 1965, erklärte er nämlich, Zitat, zu jedem großen Bild eine große Leinwand in der Farbe, die der Hintergrund der anderen hat, zu malen, weil die Arbeiten dann größer aussehen und vor allem sind sie dadurch teurer. Zitat Ende. So skeptisch man selbstverständlich allen Künstleräußerungen gegenüberzustehen hat, so sehr sollte man sie andererseits gerade dann ernst nehmen, wenn man dahinter ein Kalkül vermutet. Und dieses könnte hier ähnlich wie bei Warhols Abhandlung des Todes in seinem Philosophy-Buch darin bestehen, jegliche Form von Überhöhung ostentativ zu unterlassen. Aus dem Wissen heraus, dass monochrome Gemälde genauso wie das Thema Tod zu heilsseligen, zu spekulativen Reflexionen verführen, steuert er entschieden gegen. Zahllos sind auch sonst seine ernüchternden Äußerungen, etwa die, um nur eine einzige hier zu zitieren, man solle nur auf die Oberfläche seiner Bilder sehen, dahinter verstecke sich nichts. Solche Äußerungen werden oft zitiert, allerdings fast immer zitiert wie frivole Gags. Also man ergötzt sich an diesen Äußerungen, als wären es bewusst absurd formulierte Bonbons und gerade damit verharmlost man sie aber auch zu bloßen intellektuellen Neckereien. Und auf diese Weise schützen sich die Exegeten dann vor der Enttäuschung höherer Erwartungen, die sonst unvermeidlich wäre. So sehr nämlich widersprechen solche Statements doch den hochgeschraubten Wendungen, die üblicherweise im Kunstbetrieb ausgetauscht werden. Man könnte also sagen, Warhol verfolgt eine gewisse Doppelstrategie, die darin besteht, einerseits emotionalisierende Themen aufzugreifen, andererseits aber zu ernüchtern. Nun, zwei Gründe könnte man sich vorstellen für dieses Agieren. Vielleicht betreibt er diese Doppelstrategie, um einen großen Deutungsspielraum zu öffnen, um als Projektionsfläche für ganz unterschiedliche Interessen zu fungieren, also um Transzendentalisten einerseits, Skeptiker andererseits gleichermaßen zu bestätigen. Oder aber, möglicher zweiter Grund, er dekouvriert alle Bemühungen, Kunstwerken und Bildern besondere Leistungen der Sinnstiftung zuzutrauen. Er zelebriert also eine absolute Diesseitigkeit und damit eine Gegenposition zu den Avantgarden der Moderne, die bekanntlich die Profanität hinter sich lassen wollten. Auffällig ist, dass Warhols Spätwerk, das er kaum noch um seine ernüchternden Kommentare ergänzen konnte und das damit keiner entsprechenden Doppelstrategie unterliegt, sehr viele Interpreten ungebremst
und ich würde gerade auch sagen undiszipliniert zu Deutungen treibt, in denen aus den Bildwerken gewaltige Sinnereignisse werden. Können die Exegeten der früheren, der mittleren Werke Warhols zumindest nie ganz verdrängen, wie Warhol selbst über seine Arbeit sprach, so ist beim Spätwerk die Bahn frei für Spekulationen, für Theorien, wie sie sonst eher Bildern von Hieronymus Bosch, Diego Velázquez oder Caspar David Friedrich zukommen. Und dabei befeuert, so mein Eindruck nach meiner Sichtung der Warhol-Literatur der letzten Jahre, befeuert die Interpretationslust nichts mehr als die an Leonardo da Vincis Mailänder Abendmahl orientierte Werkgruppe The Last Supper, an der Warhol von 1986 bis zu seinem Tod im Februar 1987 arbeitete. Und Sie merken es, damit sind wir beim Gründonnerstagsthema angelangt. Für Peter Kuttenberg, der 2001 ein Buch mit dem Titel Andy Warhol Priest veröffentlichte, liefert dieser Zyklus den Beweis, dass diejenigen nicht recht haben, die argwöhnen, Warhols Werk stelle nichts als es selber dar. Vielmehr seien diese Bilder einer eingehenden Betrachtung wert, seien sie doch wie die Werke christlicher Ikonografie oder romantischer Landschaftsmalerei, Zitat, Medium einer sich enthüllenden Spiritualität. Entsprechend akribisch geht Kuttenberg bei seinen Exegesen vor, in deren Zentrum bei ihm das Bild The Last Supper Dove steht. Das Warhol Leonardo Secco Gemälde, genauer eine grafische Reproduktion davon, mit verschiedenen Elementen der Konsumkultur, darunter mit dem Markenlogo von DAF überdeckt, veranlasste ihn dazu, die einzelnen Elemente des Bildes ähnlich wie bei einem Rebusrätsel aufzuschlüsseln. Kommen auch etliche andere Interpreten auf die Idee, DAF, also die Marke, die die Taube in Wort und Bild führt, mit dem Heiligen Geist in Verbindung zu bringen, so geht Kuttenberg noch weiter. Ihm fällt auf, dass Warhol den Bildteil des Logos etwas höher druckt, als es beim Markenzeichen selbst der Fall ist. Bild und Wort würden dadurch zwar nicht auseinandergerissen, es entstehe aber eine Lücke zwischen beiden, wodurch die Taube aus ihrer Funktion als Kosmetiklabel befreit werde und so Kuttenberg ganz direkt den Heiligen Geist darstellen kann. Dagegen besteht eine andere Deutung darin, aus der Repräsentation des Heiligen Geistes durch ein Markenlogo zu folgern, dass Warhol um eine aktualisierte Version eines christlichen Sujets bemüht war, ja eine Analogie zwischen der alten Frömmigkeit und zeitgenössischer Sauberkeit, also zwei Formen von Reinheit, aufzeigen wollte. Ein weiterer Interpret entnimmt dem Bild die Aussage, dass Warenfetischismus an die Stelle der Religion getreten sei, Warhol hier also seine eigene Biografie darstelle, die ihn, einen Katholiken, zu einem zwanghaften Konsumenten werden ließ. Das Bild sei eine Beichte. Es erstaunt, wie selbstsicher die Exegeten jedem Element jeweils eine bestimmte Bedeutung zuweisen. So wird etwa das General Electrics Logo auf demselben Bild einmal als Zitat Metapher für die Aufklärung ausgegeben, soll ein anderes Mal wieder Zitat das Licht Gottes repräsentieren, während es in einer dritten Repräsentation, der von Klaus Herding, für Jesus steht, dessen erste Silbe im Englischen genauso klingt wie das GE von General Electric. Für alle Interpreten scheint es aber selbstverständlich zu sein, dass Warhols Bilder darauf angelegt sind, selbst und gerade sonst nichts Sichtbares wie etwa den Heiligen Geist erfahrbar werden zu lassen. Dabei finde ich, sollten allein die Bildkompositionen stutzig machen. Auch bei der Last Supper-Serie arbeitet Warhol mit dem Prinzip der Wiederholung, verwendet ein Element also mehrfach auf einem Bild, wobei es in Größe und Ausrichtung gern variabel einsetzt. Insbesondere Christus wird von ihm oft verdoppelt oder multipliziert. Das stellt einen klaren Bruch mit einer jahrhundertelangen Tradition dar. Corinna Thierolf bezeichnet dieses Phänomen im Aufsatz über die Serie sogar als Tabuthema. Und Warhol war sich seiner Provokation auch selbst bewusst. In einem Interview kurz vor seinem Tod spricht er diesbezüglich von einer Übertretung. Doch geht es nicht nur darum, dass der Betrachter durch die Verdopplung auf den bloßen Abbildcharakter des Gezeigten gestoßen wird, vielmehr steuert Warhol damit ja auch das Rezeptionsverhalten auf eine Weise, die jeglicher Überhöhung des Sujets gerade zuwiderläuft. Ähnlich wie bei Wo ist der Fehler? Bildern vergleicht man nämlich die einzelnen Ausprägungen des Wiederholten miteinander, sucht nach kleinen Differenzen oder überzeugt sich, dass tatsächlich zwei oder mehrmals genau dasselbe zu sehen ist. Durch das prüfende Vergleichen aber wird das Bild
auf seine Materialität, auf den Farbauftrag, auf die Faktur reduziert. Das heißt, die Motive werden einem technischen Blick ausgesetzt, der ernüchternd wirkt. Um ein Sujet zum Symbol, gar zu einem Wegweiser ins Transzendente zu steigern, müsste man es hingegen singularisieren, müsste man es hervorheben, müsste man gerade durch Einmaligkeit besondere Bedeutung signalisieren. Man braucht also gar nicht allein auf Interviews und andere Äußerungen zu verweisen, um ein Argument dafür zu haben, dass Warhol eine Strategie der Profanisierung verfolgt. Vielmehr wird auf den Bildern selbst, so stark, so emotionalisierend ihre Themen auch sein mögen, die Erfüllung einer Idee vom mehrfachen Bildsinn oder eines Transzendenzbegehrens verweigert. Statt die Fehler der Siebdrucke mit einer Traumatisierung des Künstlers zu erklären, kann man gerade auch sie als ein Stilmittel begreifen, das dazu dient, Abbilder auf ihre materiale Basis zu reduzieren. Ebenso lässt sich etwa an seine Filme erinnern, deren technischer Minimalismus dazu führt, dass man ihre Entstehungsbedingungen nie vergessen kann, ihre Faktur also präsent genug bleibt, um anti-illusionistisch zu wirken. Sie wissen, die meisten der Filme dauern viele Stunden, sind schwarz-weiß mit verwackelter Kamera gedreht. Hier sind 4 Stills aus dem Film Empire, wo man einfach nur das Empire State Building aus einer Einstellung über mehrere Stunden hinweg sieht. Doch ist es vor allem nach dem Tod Warhols in vielen Deutungen zu seinem Oeuvre üblich geworden, solche formalen Eigenheiten nicht weiter zu beachten und sich dafür lieber in Sinnapplikationen zu überbieten. Dafür, würde ich sagen, sind nicht zuletzt Standesinteressen der Interpreten verantwortlich, die ihr Fach, also die Kunstgeschichte, damit legitimieren und aufwerten wollen, dass sie ihre Sujets als möglichst bedeutsam, also etwas ganz Grundsätzliches, in Szene rücken. Vielleicht ist es aber auch leichter, Sponsoren für Ausstellungen und Druckkostenzuschüsse für Monographien zu bekommen, wenn man für das jeweilige Thema besondere Erhabenheit versprechen kann. Ferner scheint es Kunsthistorikern persönlich mehr Befriedigung zu verschaffen, wenn sie das Gefühl haben dürfen, sie beschäftigen sich in ihrer Exegesearbeit mit ersten und letzten Fragen. Bedeutung sei das Opium des Kunsthistorikers, bemerkt der Kulturwissenschaftler Ivan Gaskell, und formuliert dagegen auch eine hermeneutische Maxime, die er von dem Philosophen Ian Hacking bezieht. Don't ask what's the meaning, ask what's the point. Ist das Phänomen einer Bedeutungssucht weit verbreitet, so gibt es zu dem, was bei Warhol geschieht, vor allem ein historisches Vergleichsbeispiel, das mir im Folgenden dazu dienen soll, ein bisschen besser herauszuarbeiten, was eigentlich den Kunst- und Bildbegriff der Pop-Art ausmacht. Betrachtet man die Rezeptionsgeschichte der holländischen Malerei des goldenen Zeitalters, dann trifft man ebenso immer wieder auf Exegeten, denen zufolge jedes Bildelement auf etwas Höheres verweist, ja, die nur die möglichen transzendenten Dimensionen erörtern. Andererseits aber trifft man auf mahnende Stimmen, denen zufolge die Gemälde lediglich ein Spiegelbild der Realität liefern oder Statussymbole eines Gesellschaftsstandes versammeln. Svetlana Alpas erörtert in ihrem 1985 erschienenen Buch Kunst als Beschreibung die Geschichte dieser Auseinandersetzung und macht sich ihrerseits stark dafür, dass die holländischen Maler, Zitat, Sinn und Bedeutung nicht verhüllen oder hinter der Bildfläche verstecken. Vielmehr sei für sie das Bild eine Fläche, wird also nicht etwa im Unterschied zur italienischen Tradition als Fenster, sondern wird eher wie eine Landkarte aufgefasst, auf der auch Inschriften angebracht werden können. Für so eine nüchterne Position, wie sie Alpas einschlägt, also eine Position, der zufolge das Bild zur damaligen Zeit nichts Spirituelles zu repräsentieren hatte, spricht natürlich auch ganz wesentlich, dass diese Positionen aller Alpas die calvinistische Grundierung der holländischen Gesellschaft ernst nehmen. Danach beruht die Besonderheit der Kunst des goldenen Zeitalters gerade auf der Überzeugung, dass Materielles und Geistiges strikt unüberbrückbar voneinander getrennt sind, dass Bilder also eine rein diesseitige, eine rein profane Angelegenheit darstellen. Dass der Calvinismus auch zu einem verstärkten Interesse an der materiellen Basis von Bildern führte, konnte in jüngeren Forschungen Mia Mochizuki aufzeigen, ist letztes Jahr ein hervorragendes Buch erschienen mit dem Titel The Netherlandish Image After Iconoclasm. Und da zeigt Mochizuki, wie gerade Werke, die nach der Phase des Bildersturms für calvinistische Kirchen geschaffen wurden, von einem ganz reflektierten Umgang mit Materialien und Formen zeugen.
Also hier setzt man jetzt natürlich nicht auf illusionistische Techniken, die den Raum für eine Verehrung des Bildes öffnen würden, sondern hier konzentrierte man sich auf Werke, die der Unterweisung, der Vergegenwärtigung, der Erinnerung dienten. Beliebt waren etwa Textbilder, die zentrale Stellen aus der Bibel, theologische Grundsätze zum Gegenstand hatten, die genau die Position früherer Altarbilder einnahmen, die auch in Öl gemalt waren, die auch, wie Sie sehen, aufwendig gerahmt waren und die insgesamt nicht ganz so schlicht waren, wie es vielleicht das Vorurteil gegen die protestantische Kunstauffassung behauptet. Ähnliches Bild können Sie übrigens gerade sehen in Berlin, im Deutschen Historischen Museum, in der Calvinismus-Ausstellung, die im Übrigen sehr empfohlen sei. Am Beispiel eines Textbildes aus der Haarlemer St. Bavo-Kirche, das letzte Abendmahl zum Thema hat, wir kehren also zu unserem frühen Donnerstagsmotiv zurück, vollzieht Mochizuki die Ausgestaltung des calvinistischen Bildverständnisses nach. So sind die zentralen Worte, Abendmahl, Jesus, Brot, Blut, mit reich ornamentierten Kapitälchen versehen, fallen also als erstes ins Auge und sorgen dafür, dass man schnell erfasst, worum es in dem Text geht. Über die einzelnen Worte lässt sich auch angeregt dann von den in goldener Kalligraphie gesetzten Lettnern nachdenken. Und der Text legt natürlich auch die calvinistische Interpretation des Abendmahlsgeschehens dar, erwähnt also, dass dabei keine Transsubstantiation, also keine Verwandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi stattfindet, sondern dass es sich um ein Gedächtnismahl handelt, bei dem Brot und Wein, die dich an Christus erinnern sollen, ja als stellvertretende Zeichen fungieren. Und mehr können sie als materielle Dinge auch nicht tun, vermag doch etwas Endliches, nicht etwas Unendliches, also den göttlichen Geist zu repräsentieren. Erfahren lässt sich das Unendliche sondern nur im Glauben und, so die calvinistische Überzeugung, durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Da diesem also speziell in der calvinistischen Dogmatik eine große Rolle zukommt, könnte man natürlich auch Warhols The Last Supper darf nochmal anders sehen. Wenn sich die Interpreten schon darin überbieten, darf und der Taube eine prominente Rolle als Symbol des Heiligen Geistes zuzusprechen, dann sollten sie auch etwas behutsamer darin sein, Warhols Zyklus als eindeutiges Bekenntnis zu seiner katholischen Herkunft zu feiern, was sie üblicherweise tun. Erst recht aber könnte man in seinen formalen Mitteln eine Analogie zu einer calvinistischen Ästhetik sehen. So wäre die Verdoppelung der Figur Christi eine Maßnahme, jegliche Bilderverehrung zu unterbinden. Kann eine einzelne Darstellung demütig betrachtet werden, lassen sich nicht zwei oder mehrere Christusfiguren auf einem Bild zugleich anbieten. Vielmehr wird ein Motiv durch seine Multiplikation auf eine Chiffre reduziert. Ja, wird zum Bildzeichen, wird zum Piktogramm. Und insofern ist es auch kein Bruch, wenn Warhol Versatzstücke aus Leonardos letztem Abendmahl mit Markenlogos kombiniert, die ihrerseits wie Piktogramme funktionieren. Er nähert sich damit aber ebenso den protestantischen Textbildern an, wie durch seinen sparsamen Einsatz von Farben und die Reduktion des Vorbilds auf Umrisslinien. Das sind alles anti-illusionistische Effekte und sie, ja, verwandeln das Motiv in eine Art von Verkehrsschild. So als ging es auch hier vor allem um Unterweisung, Vergegenwärtigung und Erinnerung. Dennoch möchte ich, haben Sie keine Sorge, aus diesen Indizien nicht schließen, Warhol habe seine katholische Herkunft ausdrücklich verleugnet und mit dem Last Supper-Zyklus ein calvinistisches Glaubensbekenntnis abgelegt. Aber ich denke, man sollte berücksichtigen, dass Warhol sich derselben formalen Mittel, also diverser anti-illusionistischer Effekte, genauso bei anderen, also bei nicht-religiösen Sujets bedient. Statt also jetzt speziell offenbar in Sorge um eine ungemäße Darstellung von göttlichem oder spirituellem gewesen zu sein, scheint er allgemein danach gestrebt zu haben, ja, einen starken Begriff von Bild zu unterlaufen. An dessen Stelle aber tritt ein profanes, ein gegenüber besonderen Sinnverheißungen abstinentes Bild- und Kunstverständnis. Wenn Warhol sogar die Grenze vom Bild zur Tapete überschreitet, ein Motiv also im Rapport auflöst und zum Ornament werden lässt, dann sollte das als klare Geste einer Sinnentleerung aufgefasst werden. Oder so nochmal in der Terminologie von Svetlana Alpers, das Bild wird als Fläche hier aufgefasst. Es ist kein Fenster, das einen Blick in eine andere Welt erlauben würde. Dass ein nüchterner Kunst- und Bildbegriff aber nicht nur eine restriktive Seite besitzt und Bilder auf Piktogramme, auf Muster, gar Texte oder auf die reine materielle Basis reduziert, das, glaube ich, wird ja ebenfalls nirgendwo offenkundiger als beim Blick auf die holländische Kunst.
Sonst wäre ja auch kaum vom goldenen Zeitalter die Rede, denn diese Verwendung verdankt sich ja nicht den goldenen Lettern, mit denen man die Textbilder geschrieben hat. Vielmehr ist damit, wie Sie alle wissen, die enorme Fülle, die enorme Vielfalt sowie das hohe Niveau an Kunst, vor allem an Malerei, im vermeintlich bilderfeindlichen Calvinismus angesprochen. Gerade weil dieser die Kunst von dem hohen Anspruch befreite, für die Darstellung von Unsichtbarem, von Transzendentem verantwortlich zu sein, wirkte er entlastend und damit gewiss nicht beabsichtigt, belebend. Ohne befürchten zu müssen, als zu banal zu erscheinen, wenn sie sich Genreszenen und Stillleben, Landschaften und Seestücken widmeten, bekamen die Künstler durch den diesseitigen Bildbegriff des Calvinismus viele neue Motivfelder eröffnet. Nun war die gesamte alltägliche Welt ihr Terrain geworden. Sie konnten sich allem noch so trivialen und kleinen zuwenden, das davor kaum als kunstwürdig angesehen worden wäre. Diese stimulierende Wirkung des calvinistischen Bild- und Kunstverständnisses wurde, würde ich sagen, von niemandem so klar erkannt und beschrieben wie von Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der in seinen Vorlesungen über die Ästhetik in einem Kapitel das Besondere der holländischen Malerei zu fassen versuchte. Und für ihn kommt es, Zitat Hegel, dem Protestantismus alleine zu, sich auch ganz in die Prosa des Lebens einzunisten. Merken Sie sich diese schöne Formulierung. Dem Protestantismus alleine kommt es zu, sich ganz in die Prosa des Lebens einzunisten und sie für sich unabhängig von religiösen Beziehungen vollständig gelten und sich in unbeschränkter Freiheit ausbilden zu lassen. Hegel sagt dann weiter, die Gegenstände der holländischen Malerei wären also keinem anderen Volke eingefallen, zumal nicht als vornehmlichster Inhalt von Kunstwerken. Und weiter stellt er fest, einen tieferen Sinn können dergleichen Gegenstände nicht befriedigen. Gemüt und Gedanke werden dadurch nicht zufriedengestellt. Dafür aber, so Hegel dann noch, versöhnt die nähere Anschauung. Für ihn besteht, das wird dann in folgenden Seiten noch präzisiert, das Besondere der holländischen Malerei gerade in der Beliebigkeit ihrer Sujets. Es ist nicht zu erkennen, warum ein Maler sich unbedingt für ein Motiv entschieden hat. Dieses Motiv wird ja nicht idealisiert, es muss offenbar auch nichts Neues oder eine bestimmte Lehre vermitteln. Aber gerade die Unbefangenheit, in der Bekanntes gezeigt wird, Hegel spricht davon vom ganz interesselosen Scheinen, das diesen Bildern anhaftet, gerade das löst, so beschreibt er es weiter, ein Wohlgefallen aus. Nun, ein klares Echo findet Hegel in einigen, und zwar eigentlich ausschließlich früheren Interpretationen, die der Pop-Art gewidmet sind. So spricht Max Kosloff 1971 davon, dass die Kunst der Pop-Artists eine, Zitat, kräftige Umarmung all dessen ist, was um sich herum stattfindet. Das ist so die Pendant-Formulierung zum Sich-Einnisten in der Prosa des Lebens, wie es Hegel geschrieben hat. Kosloff schreibt dann weiter, Hierarchien hätten die Pop-Artists aufgehoben, vermitteln dafür eine Botschaft von Leben und Leben lassen. Und dann weiter, Zitat, sie erlösen uns von Ernst und Tiefe und erweitern dafür die Formen, Erscheinungsweisen und Begriffe von Kunst. Sie merken, Kosloff behauptet für die Pop-Art dieselbe Kausalität, die für die holländischen Maler unter dem Einfluss des Calvinismus unterstellt werden kann. Mit der Abkehr von einem ambitionierten, von einem transzendenzorientierten Kunst- und Bildbegriff wurde der Weg frei für Sujets, für Spielarten, die bis dahin als zu banal abgetan worden waren. Wer Prosa und Profanität sucht, dem steht die ganze Welt offen. Roy Lichtenstein beschrieb diese Abkehr in einem frühen Interview 1963 sehr genau, als er diagnostizierte, dass die Kunst der modernen Avantgarden, Zitat, weniger und weniger mit der Welt zu tun hatte, sondern sich nur nach innen wandte, Neo-Zen und so weiter wurde. Dagegen, so Lichtenstein weiter, blickt die Pop-Art in die Welt. Sie erkennt ihre Umgebung an, die weder gut noch schlecht ist, Zitat Ende. Wie man die Holländer oft allen anderen Kunstepochen entgegengesetzt hat und sich schwer tat, ihren Hang zum Alltäglichen anzuerkennen, ja ihre Vielfalt an Sujets auch gerne mit schlechtem Geschmack erklärte, so sehen Kritiker wie Max Kosloff, Andy Warhol und die Pop-Art vor allem im Kontrast zum abstrakten Expressionismus, also zu Künstlern wie Mark Roscoe und Ed Reinhardt. Deren Versuche, die Kunst von allem Diesseitigen fernzuhalten, schlossen Motivvielfalt geradeaus. Vielmehr ging es ihnen in immer neuen Anläufen um eine maximale, extreme Konzentration, letztlich darum, ein einziges Meisterwerk zu schaffen,
das sowas wie Transzendenz stiften sollte. Der Künstler hatte damals eine Art von Priester zu agieren. Es lag an seinen spirituellen Fähigkeiten, ob und inwieweit er den hohen Ansprüchen gerecht werden konnte. Hingegen begreift ein abgerüsteter Kunstbegriff wie in der Popart die Tätigkeit des Künstlers viel profaner. Der Künstler definiert sich eher über weltliche Tugenden, nicht zuletzt auch über eine Findigkeit bei Werktechniken, bei Gestaltungsmitteln. Wie Warhol etwa mit dem Siebdruck die Möglichkeiten der Malerei erweiterte und durch die Art des Einsetzens dieses Mittels zugleich reflektierte, so könnte man sagen, waren doch die Holländer ebenfalls ambitioniert, was innovative technische Hilfsmittel anbelangt. Kamera obscura, Spiegel, Linsen, das alles führten sie zu neuartigen Formen von Bildern. Und auch ihnen lässt sich unterstellen, könnte man auch nochmal ausführlicher, als ich es jetzt hier tue, an Svetlana Alpas erinnern oder auf sie eingehen. Also auch ihnen lässt sich unterstellen, dass sie gerade Fragen der Wahrnehmung, der Repräsentation, also letztlich auch die Rolle des Bilds als Medium, die Bedingungen von sowas wie Sichtbarkeit immer wieder eigens zum Thema gemacht haben. Warhols wiederholte Bekenntnisse zu maschinellen und industriellen Prozessen, aber auch sein Plädoyer für die Quantität als Kategorie der Kunst, zeugen ferner davon, dass nicht nur eine Vielfalt an Sujets, sondern ebenso eine möglichst hohe Zahl an Werken zum Ziel wurde. Während das einzelne Bild keine so hohen Anforderungen stellt, er definiert sich natürlich nicht nur, aber auch über Produktionstechniken und Markterfolg. Warhols Factory, die natürlich auch ein Ort von Partys und Lifestyle war, wurde zum Symbol einer Auffassung vom Künstler, der zufolge dieser als Unternehmer und Geschäftsmann, als Chef und Organisator auftritt. Max Kotzlaff, der Popart übrigens nicht unkritisch eingestellt, erkennt in Warhols Leben und Werk ausdrücklich die Steigerung, letztlich auch die Übertreibung und im allerletzten die Selbstzerstörung der protestantischen Ethik. Damit gehört Kotzlaff zu den wenigen, zumindest die ich finden konnte, die Warhols Kunst in der Hinsicht eine historische Perspektive bringen und die so einen Vergleich auch der Popart zum Holland des goldenen Zeitalters schon nahelegen, als, wie Sie alle wissen, die protestantische Ethik erstmals zur vollen Entfaltung gelangte. Also merkantile Werte wie Geschäftssinn, Zuverlässigkeit, auch Fleiß, auch Disziplin sind hier gefördert worden, weil damit Wohlstand, gesellschaftliches Ansehen am besten zu erreichen schienen und das wiederum bekanntlich die Indizien dafür waren, sich der Gnade Gottes erfreuen zu dürfen. Gerade auch unter den Künstlern der damaligen Zeit finden sich viele Repräsentanten einer protestantischen Ethik. Also ein hohes Effizienzbewusstsein hat sich dann entsprechend auf Herstellung, auf Vertrieb der Werke ausgewirkt. So etwas wie ein industrieller Geist führte zu neuen Werkformen und gar nicht so anders als gut 3 Jahrhunderte später bei Andy Warhol. Exemplarisch möchte ich an Michel van Mierenveld, einen der erfolgreichsten Porträtmaler seiner Zeit, erinnern, von dem man annimmt, dass er rund 5500 Gemälde geschaffen hat und dadurch zu einem der reichsten Bürger Delfts wurde. Hier sehen Sie jetzt mal 2 seiner Frauenporträts. Hintergrund, Kleidung dieser Bilder wurden immer von Gehilfen, selbst von Verwandten, auf Vorrat gemalt. Van Mierenveld hat dann nur noch das Gesicht jeweils einzusetzen gehabt, aber auch das hat er manchmal anderen überlassen. Letztlich hat er garantiert nur die Signatur drunter gesetzt oder oft noch mit ein paar Pinselstrichen das Ganze überarbeitet. Nun, Warhols Siebdrucktechnik und erst recht seine Praxis als Porträtist ab den 70er Jahren, also die Praxis, von der die Factory dann in nicht unerheblichem Umfang lebte, erscheint im Grunde wie eine neuere Spielart derselben manufakturartigen Produktionstechnik. Auch Van Mierenveld hätte gewiss mit Fotos gearbeitet, wenn es die damals gegeben hätte. Und umgekehrt achtete Warhol darauf, dass zumindest ein paar Pinselstriche von ihm selbst stammten, nämlich als spontan wirkende und vor allem authentifizierende Geste. In den Worten von Candice Brights, Zitat, wenn Warhol den Porträts einen Hauch von Stil verleiht, indem er mit dem Finger schlampig durch die nasse Farbe fährt oder ein paar Pinselstriche ausführt, dann geschieht dies lediglich, um seine Kunden glücklich zu machen. Zitat Ende. Was ihre Sujets betrifft, waren Van Mierenveld und Warhol gleichermaßen unkompliziert. Ja, verstanden sich als Auftragskünstler, die allein die Wünsche ihrer Kunden zu befriedigen strebten. Wer wollte, wer das Geld dazu hatte, wurde porträtiert. Dass sich die Bilder aufgrund der normierten und effizienten Herstellung jeweils ähnelten, war dabei sogar von Vorteil. Ging es doch um Wiedererkennbarkeit.
Ihre Hauptfunktion erfüllten die Porträts als Statussymbole. Ganze Gesellschaftsschichten strebten danach, von Van Mierenveld oder Warhol abgebildet zu werden. Andere Charakteristika von Warhols Werk haben ebenfalls ihre Entsprechungen in der holländischen Malerei. Wie er den Entstehungsprozess dadurch beschleunigte, dass er den Malgrund oft nur einfarbig grundierte, um darauf den Siebdruck aufzutragen, so entwickelten Maler wie Jan Porcellis und Jan van Goyen eine tonalistische Malerei, bei der ebenfalls das gesamte Bild aus einer einfarbigen Grundierung heraus entwickelt wurde. Hier ein Bild von Jan van Goyen oder hier eines von Jan Porcellis. Der Einsatz nur weniger Farben, ein flächiger Farbauftrag erlaubten es gerade Landschaftsbilder ebenso effektvoll wie effektiv zu malen. Ersteres steigerte die Nachfrage, zweiteres erlaubte es, die Bilder zu günstigen Preisen zu verkaufen. Viele Maler benötigten nur einen Tag, zum Teil nur wenige Stunden, die zum Teil sogar nur die Zeit zwischen Abendessen und zu Bett gehen, um ein Gemälde mittleren Formats fertigzustellen. Beschleunigend wirkte sich auch die Verwendung von Schablonen aus. Hier habe ich zwei Bilder von Wilhelm Cornelis Doester. Sie sehen, das Motiv taucht beide Male sehr ähnlich auf in verschiedenen Kontexten und es taucht noch etliche andere Male mehr in seinem Werk auf. Und natürlich könnte ich Ihnen hier genauso Beispiele anderer Maler der Zeit zeigen. Das heißt, man hat also ein Motiv auf mehreren Bildern eingesetzt, sich damit die Mühe gespart, ein Motiv jedes Mal eigens zu entwickeln und vorzuzeichnen. Nun, eine solche Industrialisierung des Werkprozesses fand bei Warhol zuerst in Gummistempeln, dann in Siebdrucken, wo ebenfalls immer wieder dieselben Siebe zum Einsatz kamen, eine späte Fortsetzung und Steigerung. Und Warhol bekannte sich ja auch immer zu diesen Effizienztechniken. Er setzte sie sogar, und das ist wohlgemerkt ein klarer Unterschied zu den holländischen Malern, demonstrativ ein. Bei den holländischen Malern waren diese Techniken sozusagen selbstverständlich, waren nicht eigens Thema. Warhol hingegen wusste ja auch um das provokative Potenzial solcher Techniken in einer Zeit, in der, ja, wenn Sie gerade nochmal an abstrakten Expressionismus denken wollen, in der also die Unmittelbarkeit künstlerischen Ausdrucks als zentral galt und entsprechend gefeiert wurde. Das heißt, sein Verhalten, das so demonstrativ auch zur Erscheinung zu bringen, sondern dieses industrielle Arbeiten, dieses Verhalten, könnte man sagen, war noch einem Habitus der Avantgarde geschuldet. Deren Streben nach Originalität, nach Verweigerung, nach Schocks, nach dem Extraordinären teilte er. Und weil eben so viele Versionen eines elitären, eines existenziellen Verständnisses von Kunst schon demonstriert worden waren, gingen er sowie die anderen Pop-Artists mit derselben Entschlossenheit wie die Avantgardisten vor ihnen einfach in die entgegengesetzte Richtung. Nur so konnten sie doch noch einmal etwas Neues bieten und damit den Ansprüchen genügen, die an Künstler gestellt werden. Es bedurfte also paradoxerweise, könnte man sagen, einer enormen Profanisierung der Kunst und des Künstlers, um dessen besondere Stellung doch wieder behaupten zu können. Die Depotenzierung der Kunst durch die Popart hatte somit ganz anders als in Holland nach der Reformation keine religiösen Gründe. Warhols Ökonomisierung des Werkprozesses, sein Plädoyer für eine Business Art, für das Geschäftemachen als Zitat faszinierendste Form von Kunst, war vielmehr ein Protest gegen die kunstreligiösen Umtriebe der meisten anderen Strömungen seiner Zeit. Während es sonst üblich war, Kunst als Ereignis zu behandeln, das weit jenseits von Markt und Mammon stattfand, gefiel es den Vertretern der Popart, ihre Werke wie Waren zu präsentieren und eine Verwandtschaft mit anderen Konsumprodukten zu bringen. Nicht nur in der Herstellung, sondern auch in Präsentation und Vertrieb ihrer Werke traten die Pop-Artists also ostentativ in Opposition zur sonst herrschenden Praxis. Und auch hier, würde ich sagen, sind interessante Parallelen zum Kunstbetrieb des goldenen Zeitalters zu bemerken. Berühmt wurde Warhols Ausstellung von 32 Campbells Suppendosen, Bildern, die 1962 in einer Galerie in Los Angeles stattfand. Hier hat er die Bildtafeln auf eine Leiste gestellt, die an ein Regal in einem Warenhaus erinnerte. Schon ein Jahr zuvor, also 1961, hatte Klaus Oldenburg seine Arbeiten unter dem Ausstellungstitel The Store präsentiert und zum Teil sogar in einem Schaufenster gezeigt. Und noch weiter ging man 1964 in New York bei der Gruppenausstellung The American Supermarket, als die Künstler, Warhol, Lichtenstein, Jones waren dabei, ihre Arbeiten in einer genau nachgestellten Supermarktarchitektur aufbauten.
wurde hier der Point of Sale selbst zum Teil des Kunstwerks. So ergaben sich durch die Annäherung von Kunst und Konsum in den 60er Jahren aber auch neue Handelsformen, die den Kunstbetrieb innerhalb weniger Jahrzehnte tiefgreifend veränderten. Der Galerist Rudolf Zwirner beschreibt im Rückblick, Zitat: Was 1962 an Warhols Präsentationsform noch als Tabubruch empfunden worden war, wurde 5 Jahre später bereits ganz selbstverständlich zur Grundlage des ersten Kunstmarktes zeitgenössischer Kunst in Köln. Obwohl diese unverblümte Kommerzialisierung der Kunst von der älteren Generation von Kunsthändlern und Vermittlern noch als schockierend empfunden wurde, gab der unerwartete Erfolg dieser Strategie recht. Statt der erwarteten 2000 Besucher kamen in nur 4 Tagen 20.000, Zitat Ende Rudolf Zwirner. Damit war das Zeitalter der Kunstmessen geboren, die heute längst zur, ich zitiere nochmal Zwirner, wichtigsten Vertriebsform des Kunsthandels geworden sind. Aber auch das Phänomen, dass Auktionshäuser zunehmend dazu übergegangen sind, moderne und zeitgenössische Kunst zu versteigern, führt Zwirner auf den Einfluss der Pop-Art zurück. Letztes Zitat von ihm nochmal: Galerist und Auktionator haben Warhols Botschaft der Businesskunst verstanden, Zitat Ende. Damit wiederholt es sich aber eigentlich nur, was in Holland im 17. Jahrhundert genauso zu beobachten war. Im Zuge einer Profanisierung des Kunst- und Bildverständnisses wurden Bildwerke zu Konsumgütern, deren kommerzielle Seite nicht verschämt versteckt werden musste. Vielmehr entwickelte man große Findigkeit, um den Handel mit Kunst zu beleben, ja um den Erwerb von Bildern zu einem Event werden zu lassen. Auch da gab es Messen, auch da gab es Auktionen, aber es gab sogar noch andere, ich würde sagen spektakulärere Vertriebsformen. Zum Beispiel waren Lotterien beliebt, die sich teilweise über Tage hinzogen. Hier sehen Sie eine Darstellung einer solchen Lotterie. Da musste also jeder, der ein Los erworben hatte, einen Zettel mit einem Spruch oder Gedicht abgeben. Nach Ziehung des Zettels wurde dann der darauf notierte Text verlesen. Dann wurde aus einem anderen Korb ein anderer Zettel gezogen, auf dem stand, welchen Preis der Betreffende gewonnen oder ob er eine Niete gezogen hat. Und diese Texte, können Sie sich vorstellen, sorgten natürlich oft für große Belustigung beim Publikum. Da ging es um politische, um religiöse Themen, private Botschaften, auch derbere Inhalte. Das alles kam davor. Ferner gab es Würfelspiele, bei denen man Kunst gewinnen konnte, nachdem man eine Teilnahmegebühr bezahlt hatte. Und nicht zuletzt, es wurden sogar Schießwettbewerbe veranstaltet, wo die Siegespreise in Gemälden bestanden. Haben die Pop-Artists es nie so weit kommen lassen, ihre Kunst auf Jahrmärkten zu offerieren, so waren die Holländer des goldenen Zeitalters auch in anderer Hinsicht konsequenter. So verfolgten die Lotterien, die Spiele, die Wettbewerbe das Ziel, und zwar ausdrücklich das Ziel, auch ärmeren Bürgern die Chance zu geben, Kunst zu erwerben. Weil jeder einen relativ geringen Preis für die Teilnahme zahlen musste, war so gut wie niemand davon ausgeschlossen, mitzumachen. Und mit etwas Glück konnte man sogar an das Gemälde eines bekannten Künstlers gelangen, das ein Vielfaches der eingesetzten Summe wert war. Während sich Andy Warhols Postulat, Pop-Art solle für jedermann sein und nicht nur einer ausgewählten Minderheit zur Verfügung stehen, Zitat Ende, in der Realität nicht umsetzen ließ, war der holländische Kunstbetrieb also viel weiter hinsichtlich einer breiten Distribution von Kunst. Wollte man rekapitulieren, welche Folgen es zumindest 2-mal in der Geschichte des Westens hatte, dass der Kunst- und Bildbegriff von Transzendenzansprüchen befreit wurde, dann glaube ich, wird man zumindest 4 Aspekte zu erwähnen haben. Erstens, mit der Abkehr von spirituellen Ambitionen öffneten sich die Künstler für die diesseitige Welt in all ihrer Vielfalt. Es sind also neue Werkformen entstanden, vor allem sind Sujets kunstwürdig geworden, die bis dahin als zu profan gegolten haben. Zweitens, die Sujets sind nicht mehr eigens überhöht worden, sie mussten sollen nicht idealisiert werden, um einem hehren Begriff von Kunst zu entsprechen, sondern die Kunst wird in einem weiten Sinne, könnte man sagen, zu einem Spiegel der Wirklichkeit und die Medialität des Bildes wird auch immer wieder zum Thema. Drittens, indem die Erwartungen an Bilder heruntergeschraubt wurden, brauchte man diese auch nicht, sondern als Meisterwerke anzusehen oder zu verehren, als etwas anzusehen, was nur von Genies geschaffen werden kann. Das heißt, sie konnten nun auch wie anderes produziert werden, nämlich arbeitsteilig und orientiert an Effizienzkriterien. Und viertens, die Annäherung von Kunst an andere Produkte und Waren erlaubt kreative, erlaubt auch offensive Wege der Vermarktung. Wenn eben die Werke nicht länger über transzendente Qualitäten definiert werden, die sich in materiellen Kategorien nicht messen lassen, dann muss man ihren wahren Charakter auch nicht kaschieren.
Nun, es ist aber ganz klar zu beobachten, mit der Einebnung einer Differenz zwischen Kunstwerk und Konsumgüter konnten und können sich viele nicht abfinden. Das diesseitige Kunstwerke dem Publikum ja Wiedererkennungsfreuden, damit auch sowas wie Heimatgefühle bereiten, dass sie als eine Identifikationsmasse fungieren können, dass sie es auch erlauben, über das in ihnen Gespiegelte zu reflektieren, sich also halt über die eigene Lebenswelt klarer zu werden, ihren Details gegenüber aufmerksamer zu werden. Das genügt alles den Vertretern eines anspruchsvollen Bild- und Kunstbegriffs nicht. Und der Preis dafür, dass auf einmal viele Menschen Bilder um sich haben können, erscheint ihnen schlicht zu hoch, nämlich mit dem Verlust der eigentlichen Qualitäten von Kunst erkauft. Selbst Henry Geldzahler, einer der engsten Freunde Warhols, äußerte sich gelegentlich enttäuscht. Und als er ihm angesichts eines Siebdrucksporträts, das ihn den Geldzahler zeigt, einmal vorhielt, die Kunst ja ganz weggelassen zu haben, erhielt er von Warhol die suffisante Antwort: "Oh, ich wusste doch, dass ich etwas vergessen hatte." In der Profanisierung wird also oft nur eine Trivialisierung erkannt. Und dass ein Bild einfach nur ein Bild ist, mit einem mehr oder weniger interessanten Sujet, gut gemalt oder auch virtuos schlecht gemalt, das erscheint zu wenig. Die Bedeutungssüchtigen brauchen einen starken Grund für seine Existenz, sie brauchen einen tieferen, sie brauchen einen höheren Sinn, sie wollen spüren, dass der Künstler ein Meisterwerk zu schaffen beabsichtige, das idealerweise alle vor ihm entstandenen Werke in sich einschließt und überbietet, das mit dem alltäglich nichts, gar nichts zu tun hat und das den bisher bekannten Erfahrungsraum sprengt. Nun, wenn wir nochmal den Blick zurückwenden, weil die Holländer im 17. Jahrhundert das alles nicht gemacht haben, wurden sie eben oft auch nicht ernst genommen oder erst dann als legitimer Teil der Kunstgeschichte anerkannt, als man ihnen doch noch zumindest allegorische Energien unterstellte. Und ebenso schwer scheint es zu sein, die Pop-Art in ihrer ganzen Diesseitigkeit wertzuschätzen. Derselbe Max Kosloff, den ich vorher zitiert habe, also der 1971, wie ich finde, ziemlich gut charakterisiert hat, was sollen die, den Charakter der Pop-Art ausmacht, hat in einem früheren Aufsatz, nämlich 1963, noch völliges Unverständnis geäußert. Ja, er fand allein die Vorstellung, die Werke könnten das meinen, was sie zeigen, sonst aber keinen anderen Sinn haben, als zu krass. Andere Kritiker, wie etwa der später berühmt gewordene Brian O'Doherty, berühmt geworden mit seinem Begriff des White Cube, haben jedoch auch schon sehr früh, erstaunlicherweise, Brian O'Doherty 1962 davor gewarnt, Zitat, Leichtigkeit, Nüchternheit und Witz der Popart mit philosophischer Ernsthaftigkeit zu behandeln, dadurch macht man die Massenkultur nur esoterisch, Zitat Ende. In den ersten Jahren nach ihrem für die Zeitgenossen ja sehr überraschenden Auftreten haben viele Kritiker, die auch nach mehr Sinn gesucht haben, die Popart auch zu deuten versucht als ja, Manifestation einer ironischen und damit letztlich einer zeit- und alltagskritischen Haltung. Zum Beispiel schrieb John Sandberg 1967, die Popartists sind, Zitat, extrem subtil in ihrer satirischen Präsentation von Alltagsobjekten, die sie der Kritik und Lächerlichkeit preisgeben. Und er sagt dann weiter, wenn das nicht so wäre, also er hat selber schon gewisse Zweifel, ob seine Deutung so haltbar ist, aber er sagt, wenn es nicht so wäre, dann müsste man sie als unglaublich naiv einschätzen und dürfte ihnen nicht die geringste Anerkennung zukommen lassen. Dass die ja, Verdiesseitigung der Kunst auch Folge eines Lebens in einer Wohlstandsgesellschaft sein könnte, das wird, wie ich finde, zu selten erwogen. Dabei braucht man ja gar nicht mal zu behaupten, dass die Menschen in besseren Zeiten weniger spirituelle Bedürfnisse haben. Vielmehr ja, genügt es ja, sich klarzumachen, wie präsent die Dinge des Wohlstands sind, also reizende, raffinierte Konsumgüter, die immer neu präsentiert, zu Formen von Üppigkeit arrangiert sind. Und nicht zuletzt künden all diese Konsumprodukte ja auch von der Leistungskraft einer Gesellschaft, auch von dem Fleiß ihrer Individuen, können also ja, auch Anlass für Stolz, für Zufriedenheit sein. Und so drängen sie sich vielleicht ja auch den Künstlern als Sujets auf und eingenommen von ihnen sind dann durchaus andere Haltungen als nur Ablehnung, nur Kritik möglich. Ich möchte nochmal kurz Hegel zitieren, bezogen auf die Kunst der Holländer, der das Spezifische dieser Kunst auch damit erklärt hat, dass sie ihren, Zitat, reinlichen, netten Wohlstand, die Frohheit und Übermütigkeit im Selbstgefühl, dass sie dies alles ihrer eigenen Tätigkeit verdanken, darzustellendes Bedürfnis hatten, Zitat Ende. Und
Wieder passt die Doppelung zwischen Hegel und Max Kossloff für die Popart, weil Kossloff in seinem Aufsatz von 71 die Popart analog als Ausdruck eines Optimismus und einer positiven Lebenseinstellung beschrieben hat. Wer jedoch eine solche Diagnose stellt, also gerade auch jemand wie Kossloff selber, verbindet sie auch gerne mit dem Vorwurf des Materialismus. Also die Welt des Konsums so affirmativ darzustellen, das sei oberflächlich, und wer das tut, der hat von den eigentlichen Werten keine Ahnung oder verleugnet sie, heißt es dann. Und es ist ganz klar, natürlich hinter diesem Vorwurf steht einmal mehr die Sehnsucht nach einer Transzendierung alles Diesseitigen. Und ja, diese Sehnsucht artikuliert sich natürlich auch umso lauter, wenn der Glanz des Wohlstands trüber wird. Also in Phasen wirtschaftlicher Depression fällt es noch leichter, gegen die Hohlheit des Materiellen zu wettern. Da lassen sich diejenigen, die sich dazu bekennen, sogar als Protagonisten einer gierigen Mentalität identifizieren, die mit ihrer Maßlosigkeit ein allgemeines Verderben provozieren. Seit der Finanzkrise im Herbst 2008 haben es Künstler, die in der Tradition der Popart arbeiten, also wieder ein bisschen schwerer. Und manche Kritiker machen auch vor Andy Warhol nicht Halt. So veröffentlichte der Kunstkritiker Jonathan Jones vor ein paar Wochen, nämlich im März, auf einem Blog des Guardian einen Beitrag mit dem Titel How Art Killed Our Culture. Darin trauert er zuerst Künstlern wie Mark Rothko und Francis Bacon nach, bei denen, Zitat, die Kunst so ernsthaft wie nie zuvor gewesen sei. Die Popart, eine Blüte des Konsumismus, lasse hingegen emotionale Tiefe nicht länger zu, vielmehr sei seither die Umarmung des Coolen angesagt. Die gesamte, so Jones weiter, die gesamte Oberflächlichkeit der modernen Massenkultur hat mit Warhol und seinen Mitstreitern begonnen. Und dann weiter, die Kunst ist jetzt zum Feind der Wahrheit geworden. Sie hat den Weg gebahnt, dass die moderne Welt sich schließlich selbst umbringe. Und der Beitrag mündet in dem Satz, wir alle sind Andy Warhols hässliche Brut. We are Warhols ugly brood. Sie hören, hier wird der Kritiker zum religiösen, man könnte auch sagen zum kunstreligiösen Eiferer, der Warhol und alle Repräsentanten eines profanen Kunstbegriffs als Abtrünnige, als Leugner, als Heillose geißelt. Ich würde dafür plädieren, dass selbst diejenigen, die vielleicht in eine ähnliche Richtung denken, zumindest versuchen sollten, ein bisschen differenzierter zu argumentieren. Natürlich ist es eine sehr beliebte Bemerkung, dass es Warhol nur um Coolness gegangen sei, aber ich glaube, gerade diese Bemerkung wird fragwürdig, wenn man sein Werk in größerem Zusammenhang sieht. Mögen Künstler wie Tom Wesselman oder Roy Lichtenstein allein die befreit diesseitige Dimension eines nüchternen Kunstbegriffs ausgenutzt haben und insofern ja, die Ästhetiken der modernen Medien- und Konsumwelt lustvoll zelebriert haben, so hat Warhol immerhin, ich hoffe, das ist deutlich geworden, zumal im ersten Teil meiner Ausführung, hat er immerhin ja auch seinen Bild- und Kunstskeptizismus zum Thema gemacht, eigens dargestellt. Also eben die Reduktion der Bilder auf ihre materiale Basis, die Verweigerung illusionistischer Effekte, die depotenzierenden Wiederholungen einzelner Motive. Das alles soll ja die Einsicht befördern, nur ja nicht zu viel Sinn oder gar sowas wie Transzendenz von der Kunst zu erwarten. Und als Autor hielt Warhol sich genauso zurück, also er wich aus, sobald es um Themen ging, bei denen man mit Pathos hätte antworten können. Dass gerade er, der dem Tod nach dem Attentat auf ihn 1968 schon so nahe war, Jahre später schreibt, er sei nicht darauf vorbereitet und könne nichts dazu sagen, ließe sich als Indiz dafür auffassen, dass er sich einfach weigerte, eine Verbindung zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen Empirie und Transzendenz zu ziehen. Ich finde aber, das zeugt weniger von Coolness, als vielmehr von einer Scheu davor, etwas an die diesseitige Welt zu verraten, was da keinen Platz hat. Vielleicht hatte Warhol doch, ohne es vielleicht auch selber zu merken, kalvinistische Regungen in sich, glaubte zwar an sowas wie eine transzendente Welt, war aber zugleich überzeugt davon, dass diese nicht mit den Mitteln der Kunst repräsentiert werden kann. Oder er war sich nicht sicher, was das Transzendente betrifft. Er hielt es für unzugänglich und wollte daher mit all seinen Profanisierungen verhindern, dass man fälschlicherweise meinen könnte, es sei ihm nahezukommen. Nun, müssen wir uns Andy Warhol vielleicht als Agnostiker vorstellen? Vielen Dank.